Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von uns. Felix ist auch in der Haus und Lea liegt wie immer in ihrem wunderschönen Babybett. Ja, wir sind hier gerade im Babyzimmer, wie ihr seht. Und ich werde euch jetzt mitnehmen, denn Felix hat einiges geschafft im Badezimmer. Sieht voll aus, als hätte ich Lippenstift drauf, oder? Habe ich aber nicht. Genau, also. Im Babyzimmer sind wir noch nicht weitergekommen, außer dass hier total viel Deko steht. Voll überladen, aber ich habe da erstmal alle Pflanzen hingestellt, die ich so hatte. Genau, hier steht auch so ein bisschen was. Aber darum geht's gar nicht. Kleine Motte, wie gesagt, liegt da und strampelt vor sich hin. Und wir werden jetzt, wie sagt man, ins Badezimmer gehen. Denn wir sind jetzt schon im Badezimmer und Felix hat hier ganz viel geschafft, wirklich richtig viel geschafft. Und ja, ich wollte jetzt einfach das mal zeigen. Ich glaube, ich drehe einfach die Kamera um, oder? Ich rede gar nicht so viel. Wir drehen sie einfach um und Leute, seid gespannt. Tada! Das hier ist unser Toilettenbereich. Und zwar, da kommt er her schon mit einer Schalung. Und zwar hat Felix hier erstmal so einen Spülkasten eingebaut, ne? Ich glaube, ihr seht das hier. Und dann hat er gemacht eine Schamwand. Und zwar, wenn man reinkommt, ich stelle mich mal in die Tür, sieht das Ganze so aus. Das heißt, wenn man auf Toilette sitzt und man kommt rein, dass man nicht direkt, ne, alles sieht sozusagen. Obwohl eigentlich die Tür immer abgeschlossen wäre. Aber na gut. Schatz, geh mal zu Baby. Ja, warte. Also genau, das Ganze nennt man Schamwand. Und wir haben das jetzt gebaut. Erstens halt für den, ne, zum ein bisschen abdichten sozusagen. Und weil wir ja sowieso den Spülkasten hier, ich weiß nicht, ob man den noch hier sieht, genau, hier sieht man den, mussten wir sowieso hier einbauen, ja, wie ihr seht. Das muss man halt so einbauen. Und deswegen hätten wir hier sowieso so einen Kasten gehabt, so einen hier. Und deswegen dachten wir uns, machen wir hier so eine kleine Schamwand hin. Und was auch richtig schön ist dann, das schließt nachher 1:1 mit der Badewanne ab. Und ich denke, passt das auch ganz gut. Und es ist alles schön einheitlich, alles schön ordentlich. Und genau, dann haben wir hier eben die Badewannenfront nachher schön gefliest, was dann einfach mit der Wand abschließt. Und ich finde, das sieht einfach viel besser aus. Und genau, das ist jetzt unser Gästebad. Ich will mal Gästebad sagen, aber es ist unser großes Vollbad. Genau, also es ist echt total vorangekommen. Hier sind alle Anschlüsse und so. Hier haben die jetzt auch schon einen Anschluss gemacht. Für die Badewanne ist das nämlich. Also hier haben wir natürlich alle Rohre, ne? Das große ist Abwasser. Und hier sind die beiden Wasserrohre, warm, kalt. Einmal hier diesen einen und da kommt jetzt auch noch einer hin. Das ist auch nicht fest. Ja. Der hängt da noch drin. Trotzdem, man kann sich das jetzt sehr gut vorstellen, wie das sein soll. Also wir haben auch den Anschluss so in der Mitte der Badewanne sozusagen, ne? Ja. Genau, und dann, genau, ich stelle mich mal hier in diesen Bereich, denn hier kommt unsere Dusche hin und auch hier hat sich einiges getan. Denn erstmal haben wir hier auch Abwasser und alles für die Dusche und wir haben auch hier, und die sind auch schon fest und alles, diese Fittinge? Fittinge. Für Warm- und Kaltwasser. Genau. Das heißt, hier könnt ihr eigentlich auch schon alles zu und Dusche rein, ja? Also ist alles schon soweit fertig und auch hier hinter haben wir schon die Anschlüsse für das Waschbecken. Also so an Anschlüssen und so ist eigentlich alles gelegt, außer dass wir hier eben von der Badewanne das Abwasser zu Ende machen müssen. Und sonst ist hier wirklich alles gelegt. Und ja, das ist ein riesengroßer Fortschritt fürs Badezimmer. Und jetzt muss hier eigentlich nur noch alles mit Rehgips verkleidet werden. Felix fängt ja hier schon an, beziehungsweise hat er das ja heute gemacht. Und hier oben hat er die Decke ja schon. Jetzt macht er hier halt alles noch komplett. Und dann ist es auch schon fertig. So. Felix ist da. Und wir gehen jetzt nochmal ins Schlafzimmer, denn da habe ich auch nochmal einiges geschafft. Und zwar haben wir hier nämlich das Fenster gespachtelt. So schaut es aus. Das habe ich gemacht mal eben schnell.
Einmal komplett diese Schienen hier eingespachtelt, damit die Ecken nicht abbrechen. Das muss man ja bei jedem Fenster machen. Ja, jetzt muss es noch geschliffen werden, dann vielleicht nochmal nachgespachtelt werden und dann kann es schon gestrichen werden und dann ist es ja auch schon fertig. Ja, dann haben wir noch was gekauft. Und zwar haben wir eine Duschkabine gekauft. Das wirkt jetzt ziemlich komisch, weil hier einfach so ein bisschen Glas steht. Aber ja, wir haben die auf jeden Fall schon mal gekauft und wird jetzt auch bald eingebaut. Wenn wir die Duschwanne haben, dann wird die auch eingebaut. Genau, und sonst hat sich eigentlich nichts verändert. Steht immer noch das Bett. Ich bin jetzt dabei, die Wanze zu machen. Weil hier muss jetzt erstmal was von der Schale gehen. Ja, noch nicht abgedeckt. Also ich muss sie noch ablenken, damit sie auf die richtige Länge ist. Dass hier im Prinzip nachher die Dusche gegenkommt, weil es ist ja logisch, dass dann hier im Prinzip die Kabine ist. Und ich kann ja nicht die Dusche hier gegen laufen lassen und hier gegen laufen lassen, sondern es muss eine durchgehende Ebene geben und das wäre dann im Prinzip hier. Hier läuft er dann nachher gegen. Das wird natürlich alles dann auch mit Fliesen nachher alles versehen. Und bis hier oben geht dann nachher auch die Dusche letzten Endes. Also da wird ungefähr die Abflusskante sein, was einmal rüber bis auf die andere Seite geht nachher. Genau, wir haben jetzt eine 1x1 Meter Dusche, also ein Quadrat mit einer richtig großen. Genau, bodentief wäre ja mein Traum gewesen, aber es geht hier leider nicht, weil wir nicht in den Boden rein können sozusagen. Und dementsprechend hat die so einen kleinen Aufbau. Ja. Ja, also der Aufbau wird um und bei so hoch sein wie hier der, wo mein Fuß drauf steht. Es wird Ja. ziemlich hoch sein. Also es ist letzten Endes eine Standardaufbauhöhe. 10 bis 15 cm ist der Standard. Ja, also ich hätte gern ebenerdig gehabt, aber es geht hier, wie gesagt, nicht allein wegen dem. Ne, wegen dem halt schon nicht, deswegen Abwasser und so. So, meine Lieben, ich bin immer wieder auf der Baustelle und dachte, ich zeige euch mal, was wir so die letzten Tage geschafft haben und gemacht haben. Ja, erstmal, wir haben hier unser schönes Bett bezogen. Schaut euch das mal an, ist das nicht schön? Oh mein Gott. Ja, wir haben ja auch schon einen Nachttisch stehen und eine kleine Heizung. Ja, was langsam echt kalt wird hier und ich mit der Kleinen manchmal hier oben sitze, wenn Felix arbeitet. Und genau, deswegen haben wir hier so eine kleine Heizung und einen Nachtschrank und eben unser schönes Bettchen. Sieht so gemütlich aus, oder? Ja, da habe ich noch so ein bisschen Deko gekauft. Das ist aber alles noch nicht fertig, steht da einfach nur so. Und das Fenster habe ich jetzt auch schon fertig gespachtelt. So sieht das aus. Also, das hier ist echt weich wie ein Babypopo. Ich glaube, so gut habe ich noch nie gespachtelt. Richtig, richtig schön. Das ist also auch fertig. Das Gerüst steht da auch noch. Und genau, so sieht unser schönes Bettchen aus. Da habe ich noch zwei Kissen gekauft. Und hier eben so kleine Laternen und auch Bilderrahmen und so. Aber das kommt alles noch. Hier haben wir jetzt im Kleiderschrank. Im Kleiderschrank schon so ein paar Regale gekauft. Das hier ist meine Seite. Und Felix hat einmal dasselbe. Nur fehlen hier zwei Dübel noch. Die müssen wir noch kaufen. Und genau, hier ist einmal Felix Seite und meine Kleiderseite. Und dann kommt hier von rechts nach links noch eine ganz große Kleiderstange, wo dann unsere ganzen Sachen aufgehängt können. Und dann kommt dahinter, in die ganze Ecke da hinten, da kommen Kisten von Ikea rein, wo man halt Sachen reinmacht, die man einfach nicht braucht derzeit. Genau, hier habe ich noch so einen richtig schönen Schriftzug, der kommt ins Wohnzimmer später. Ein paar Aufkleber noch und so eine Badewannenmatte. Meine Mutter hat der Kleinen gekauft. Das steht hier derzeit. Und hier haben wir schon unsere Duschwand für die Dusche. So sieht die aus. Aber die kann ich euch zeigen, wenn die eingebaut ist. So sieht man ja fast gar nichts. Genau, und dann gehen wir mal ins Babyzimmer. Tada, hier ist nämlich auch etwas passiert. Ich habe hier ein bisschen eingeräumt. Also wir haben hier zum Beispiel so ein richtig schönes Bild. Das verlinke ich euch mal in der Infobox. Finde ich richtig schön da, so am Baum dran. Genau, da liegen ja einfach noch ein paar Sachen. Hier ist jetzt leider unser Türschild kaputt gegangen. Richtig, richtig schade. Aber das kriegt man da leicht wieder rangeklebt. Aber das ist von der Tür runtergefallen und dann leider kaputt gegangen. Aber es ist gar kein Problem, das kommt da wieder ran. Das ist eben nämlich hier so das Türschild. So sieht das aus. Und genau, da ist eben was abgebrochen. Aber das kommt, wie gesagt, da einfach wieder ran.
Ja, genau. Da haben wir ja auch schon ein Bild. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt. Sieht auch richtig schön aus. Da kommt noch so ein Regal drunter und dann kommt da unter ihre Garderobe. Die haben wir hier im Schrank, die Garderobe. Diese hier kommt da unter dann. Genau hier habe ich jetzt auch schon ein paar Sachen einsortiert, die halt da nicht so bleiben, sondern die einfach jetzt im Schrank liegen. Und hier haben wir auch schon die nächste Größe einsortiert. Ja, aber alles erstmal provisorisch. Hier ist noch ihr Regal, was hier noch hinkommt. Hier ist eine Kiste mit Klamotten, die muss wieder da oben hin. Die beiden Kisten hier, die habe ich nämlich runtergeholt und sortiert. Hier ist noch ihr Himmel. Ja, hier habe ich jetzt noch ein paar Fotos, die ja in ihrem jetzigen Kinderzimmer hingen. Und die habe ich jetzt hier einmal geholt, damit wir die hier bald hinhängen können. Das hier auch. Habe ich hier noch eins. Da sind hier oben zwei Fotos der kleinen Maus. Und hier sind so Fußabdrücke. Seht ihr das? Da hat sie noch ganz, ganz kleine Füße gehabt. So mini. Ja. Das ist eben hier noch. Das wollen wir jetzt auch noch aufhängen. Hier haben wir noch ihren Regenbogen. Den wollen wir auch noch aufhängen. Und hier habe ich jetzt auch noch ihr Traumfänger hingehängt. Genau. Und da hinten steht jetzt ein Expedit. Mit ihrem Zug und ein bisschen Deko, aber es bleibt auch nicht alles so. Da bin ich noch total am Plan. Ihr Teppich hier, hier so ihre Garderobe, aber das bleibt alles noch nicht so. Also ich möchte das erst alles einrichten, wenn der Wickeltisch hier steht und wenn ich noch ein Regal gekauft habe. Ich brauche unbedingt noch irgendwie so ein Regal, um einfach ein paar Dekosachen hinzustellen und so und einfach. Ja, für Spielzeug hast du halt nachher dieses Regal. Da kommen halt diese IKEA-Kisten dann rein, diese Dröhnerboxen. Aber trotzdem brauchen wir halt so ein bisschen Stauraum noch. Ich bin auch im Überlegen, noch ein Kallax zu kaufen. Das Problem, da hinten kommt halt eben die Heizung nachher hin an die Wand. Und das kann man natürlich auch nicht alles zustellen dann. Wenn das offen wäre, wäre das ja kein Problem. Aber wenn die Dröhnerboxen da drin sind, denke ich mir, das darf man halt nicht alles so zustellen. Deswegen denke ich, dass wir die Seite auf jeden Fall offen lassen. Und dann da eventuell eine Kuschelecke draus machen oder so. Irgendwas werden wir da schon finden. Aber so sieht es hier erstmal aus. Und dann gehen wir mal ins Babyzimmer. Ach, beziehungsweise haben wir noch Fußleisten gekauft für Lias Zimmer. Da habe ich habt ihr auch schon mal ganz oft geschrieben, dass wir das unbedingt machen sollen. Und ja, wir haben gestern Fußleisten gekauft. Die müssen nur noch angebracht werden. Ja, und dann haben wir das hier abgesperrt gerade wegen den Hunden. Die Hunden sind manchmal hier oben, da sollen die jetzt nicht wirklich rein. Genau, und dann geht es weiter im Badezimmer. Hier ist, glaube ich, die größte Veränderung. Erstmal ist alles grün. Ja, also im Bad kommt grüner Rigips hin. Das ist nämlich Feuchtraum-Rigips. Ja, so sieht das hier aus. Also, wir haben hier den Spülkasten mit Schaumwand. Und hier hat Felix eben das alles verkleidet gestern noch. Und genau so sieht es aus. Hier kommt eben die Toilette hin mit Schaumwand. Hier kommt die Badewanne hin. Da sind jetzt eigentlich auch schon alle Anschlüsse. Also da oben kommt Wasser. Und hier ist dann eben der Abfluss. Der gehört noch bis hierhin. Also der muss hier noch so verlängert werden. Die Badewanne haben wir uns auch schon ausgesucht. Jetzt fehlt nur noch die Dusche. Wie gesagt, die Duschkabine haben wir schon. Es fehlt nur noch die Duschwanne. Aber da sind ja auch schon alle Anschlüsse, wie ihr seht. Und dann hier das Waschbecken, das haben wir auch schon. Und es fehlt eigentlich nur noch hier die Wand, aber hier haben wir keine Schalung mehr. Das hier. Sonst hätten wir das auch schon fertig gemacht. Aber es geht auf jeden Fall voran, meine Lieben. Ja, und dann würde ich sagen, schneide ich jetzt den Vlog ganz schnell, damit er für euch auch online kommt. Ich werde nämlich so oft gefragt nach Bauvlogs. Wirklich, fast jeden Tag werde ich gefragt, wann kommt der nächste Bauvlog? Und wenn gerade einer online ist, wann kommt der nächste Bauvlog? Also die sind anscheinend echt beliebt bei euch. Und ja, ich nehme euch natürlich auch gerne hier mit. Auch wenn ich mich bei YouTube jetzt ein bisschen distanzieren werde und nicht mehr so viel hochladen werde, folgen auf jeden Fall eine Menge Bauvlogs. Also damit werden wir auf jeden Fall niemals aufhören, bis das hier fertig ist. Obwohl sowas, glaube ich, niemals fertig ist. Naja, irgendwann wird auf jeden Fall die finale Roomtour kommen von der ganzen Wohnung und dann, ja, dann sind wir fertig, glaube ich. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall jetzt das Bad, unser nächstes Projekt. Und was ich euch auch gleich noch zeigen kann, stimmt, das kann ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Wir machen natürlich nicht nur hier oben, sondern wir machen auch unten Abwasser gerade. Das nimmt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch. Und da haben wir jetzt halt die Wasserleitung gelegt zur jetzigen Wasserleitung. Also das Abwasser und so hier und aus der Küche zusammen dann in die Abwasserrichtung. Ist schwer zu erklären, ich zeige euch das gleich nochmal. Und zwar geht es hier rum. Wir sind jetzt unter unserer Wohnung und hier ist unser Gästebad drüber.
Und da seht ihr hier immer das Weiße, das ist Wasser, also da geht das Wasser hin, da kommt das Wasser her. Und das hier ist Abwasser und das geht einmal hier komplett einmal durch. Und das ist halt auch eine Haufen Arbeit. Und das haben die Männer jetzt gestern noch ein Stück gemacht. Genau, hier ist die Küche. Und hier geht eben das von der Küche dann hier hin. Und jetzt gehen sie mit diesem Rohr, gehen sie jetzt hier durch das Loch. Und dann wird es hinten angeschlossen an unser Abwassersystem. Ja, das sind auch alles unsere Rohre. Also das ist alles Zuwasser von Küche, Bad, alles. Das geht eben hier und dann wirklich auch durch die komplette Wohnung oben. Also es war auch schon eine Mordsarbeit, das alles zu verlegen. Daran habe ich tatsächlich auch gar nicht gedacht, als wir es geplant haben, dass das eben auch noch so viel Arbeit ist. Aber wie gesagt, das gehört auch dazu. Das muss man immer beachten bei sowas. Ja, dass ja auch irgendwo Wasser und so herkommen muss und das Wasser natürlich auch wieder gehen muss. Und dementsprechend jetzt hier das Abwasser und hier das Zuwasser. So, und dann würde ich mich jetzt wirklich verabschieden von euch. Ich hoffe, euch hat dieser Baublock gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.